Der Schilling meldet sich zurück aus Path of Exile mit meiner Level 71er Rangerin, bevor ich jetzt in Akt 3 auf erhöhtem Schwierigkeitsgrad ein wenig weiterjagen kann. Muss ich mich noch ein bisschen auf die Jagd vorbereiten und so ein paar Dinge erwähnen, wie zum Beispiel, welche Items und Attribute sind eigentlich wichtig für mich? Grundsätzlich gilt da leider die Antwort, vor der sich viele Lehrer immer bei den Schülern fürchten: Es kommt darauf an. Und es ist leider so, es kommt darauf an. Man muss erstmal schauen, was braucht denn der eigene Charakter aufgrund der Skillung. Ich für mich als Ranger kann sagen, dass ich einerseits mal durch meine vielen roten Punkte, die ich mir geholt habe, mit prozentueller erhöhter Lebensanzahl auf jeden Fall mal sehr auf meine Lebenspunkte schauen werde. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Leben bekomme, dann sind das im Endeffekt nicht 10 auf meinem Pool, sondern viel mehr durch die ganzen prozentuellen Erhöhungen hier. Ebenso, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ganz in der Mitte mir sehr viel maximales Energy Shield geholt habe, dann habe ich auch viel mehr Energy Shield. Wenn jetzt, sagen wir mal, irgendeine Zahl auf einem Item oben ist, muss man die immer mit diesen ganzen Zahlen multiplizieren. Am besten einfach ausrüsten und man sieht sofort, wie viel man dann eigentlich bekommen würde. Und so muss jeder Charakter erstmal für sich abwägen, was ist eigentlich für meine Skillung jetzt ganz genau wichtig. So, ich habe da einmal bei der Shopping Queen mitgemacht und mir hier ein paar Items geholt, um hier einige Vergleiche zu ziehen und zu schauen, was ist denn eigentlich wichtig. Worauf auf jeden Fall, egal welche Skillung und Rasse und Klasse und überhaupt schauen muss, sind die Farben. Die Farben der Sockel und die Verbindungen. Am Anfang sind die noch nicht so wichtig, da kann man sich hauptsächlich auf die Attribute konzentrieren. Aber im späteren Verlauf, ich sag mal so ab Level 30 bis 40, wird man da schon ein paar Verlinkungen brauchen, um effektive Gems, Edelsteine, Fähigkeiten einfach nur zu erzeugen praktisch. Ich habe hier beispielsweise 3 Helme. All diese Items sind 1:1 gleich vom Level her, lediglich die gewürfelten Attribute sind vollkommen zufällig. So, das erste hier hat zum Beispiel eine ganze Palette von Attributen, schon mal recht viel. Was mir gleich ins Auge sticht, sind erstmal 73 Lebenspunkte. Ganz oben in der ersten Zeile noch 32 Dexterity, ist auch nicht so übel. Accuracy, also Zielgenauigkeit, kann ich auch mitnehmen. Hier geht es weiter, auch Dexterity, allerdings doch bedeutend weniger als das erste Item. Dafür mehr Zielgenauigkeit. Hier habe ich noch plus 8% Kältewiderstand. Sowas kann man mitnehmen, wenn es oben ist, aber 8% sind da schon sehr wenig. Hier habe ich zum Beispiel 12, das ist wenigstens eine zweistellige Zahl. Die 8% Increased Rarity of Items ist nicht so übel. Und dann hätten wir noch den dritten Helm. 13 Intelligenz, das ist sehr wenig für das Attribut. Wieder Zielgenauigkeit, dafür habe ich hier mehr Evasion und erstmal Kältewiderstand noch oben. Dieser Helm würde für mich erstmal direkt ausscheiden. Dann müsste ich mich zwischen diesen beiden entscheiden. Wenn ich nicht so wirklich weiß von den Attributen her, schaue ich mir mal die Sockel an. Der hier hat zum Beispiel blau mit grün verbunden, der hier 2 grüne. Und ich kann hier aber noch einen grünen, zum Beispiel irgendeinen Curse wie Projectile Weakness hineingeben. Aber im Endeffekt würde für mich einfach dieser Helm gewinnen, noch wegen den 73 Leben dazu. Das ist einfach ziemlich, ziemlich nett. Hier ist aber jetzt die Entscheidung doch eher schwieriger, je nachdem welche Klasse oder Skillung man ist. Interessanter wird zum Beispiel bei Ringen. Das hier sind 5 Ringe, die alle 1:1 gleich sind, also das gleiche Item. Die haben immer Lightning Resistance in der ersten Zeile, das ist immer gleich, nur es kann zufällig gewürfelt sein, diese Anzahl, maximal 30%. Das heißt, ich schaue mal hier durch, 26, 21, 29, 24, 24. Das heißt, der wäre mal ein guter Kandidat und jetzt kommt es darauf an, was hat der denn unten so zufällig gewürfelt bekommen? 1 bis 43 Lightning Damage, das ist schon mal nicht schlecht, für mich jetzt speziell. Dann hätten wir noch, plus 4 Leben bekomme ich, wenn ich einen Gegner umlege. Eher nicht so toll, plus 3% auf alle Resists. Ist auch sehr wenig, das könnte auch höher sein. Na, schauen wir mal weiter. 7 bis 11 physischen Schaden. Das ist jetzt sehr interessant für Leute, die extrem nur auf physischen Schaden ausgelegt sind. Dann habe ich aber noch Mana. Okay, fällt schon mal für mich weg. Items, die Mana haben für meine Skillung, brauche ich schon mal überhaupt nicht. 10% Feuerwiderstand ist auch wenig. Also der kommt schon mal weg, der ist ausgeschieden.
nicht im Recall. So, dann hätten wir diesen hier, 26% Lightning von Anfang an, auch nicht so schlecht. Dann hat der hier aber 1 bis 5 Lightning Damage. Vergleichen wir mal hier mit dem. 1 bis 43, boah, das sind schon mal Welten dazwischen, aber vielleicht haben wir noch Glück. Der hier hat zum Beispiel als einziger bisher plus Maximum Life, dann noch Feuerwiderstand und 35 zusätzlichen Lightning-Widerstand. Das heißt, ich rechne die erste Zeile und die letzte zusammen und komme auf insgesamt 61%. Das ist schon fast das Maximum am ersten Schwierigkeitsgrad und damit hebe ich mir diesen Ring auf jeden Fall mal auf. Denn der ist zum Überleben. Es gibt einige Bosse, die sehr, sehr bösen Lightning Damage austeilen. Und wenn ich da überhaupt nichts habe, hebe ich mir diesen Ring auf, nehme ihn eventuell mit und rüste dann einfach bei Bedarf um. Und da ist es mir egal, wenn ich jetzt mal ein bisschen weniger Schaden mache, aber ich muss überleben. So, weiter geht's. Wir hätten hier noch einen. Der hat wieder Physical Damage und Intelligenz. Aber, was sehr Nettes, plus 15 auf alle Attribute. Sowas ist nie verkehrt, denn dadurch kann ich, egal was ich jetzt eher bin, in welche Richtung, Intelligenz, Stärke oder Dexterity, kann ich sämtliche Edelsteine weiter hochleveln. Dann haben wir noch Mana und eine erhöhte Mana-Regenerationsrate. Also das wäre auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr guter Ring, den ich mir auch aufheben werde. Für eine zaubernde Klasse. Irgendeine Witch, das passt auf jeden Fall. Auch für einen zaubernden Templer auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann geht es hier noch weiter mit dem letzten Fundstück. Der hat gleich mal physischen Schaden, Lightning Damage, plus 3 Mana, wenn ich einen Gegner umlege, ja, brauche ich nicht so, plus 24 Life, auch nicht so viel, aber dann nochmal Elemental Resistance und Feuerwiderstand. Also der ist auch nicht so schlecht und der setzt auf jeden Fall sehr viel Schaden schon mal von Grund auf drauf, wegen dem physischen und wegen dem Lightning Damage. Also man muss bei jedem Item abwägen und es kommt immer sehr aufs Glück an, was man denn hier würfelt. Es gibt natürlich auch diese Currency-Items, wo man das neu würfeln kann. Ja, aber das ist eher nicht so ratsam, wenn man da nicht wirklich ein perfektes Item hat. Denn hier von den Chaos Orbs habe ich im ganzen Spiel bisher 3 bekommen. Schon ein paar ausgegeben, aber nicht so viele. Bei Schmuck ist es zudem recht leicht, weil hier keine Sockel oben sind. Das heißt, ich kann mich hier wirklich austoben. Ja, bei den Sockeln, bei den Items mit Sockeln, muss man schon eher schauen. Da habe ich hier links unten zum Beispiel 2 Schwerter, 2 Messer. So, das eine Messer hat von Grund auf, sieht man mal, nur einen Sockel. Nicht verbunden mit gar nichts. Und hier gleich mal 3. Und 2 davon sind hier sogar verbunden. So, schauen wir uns mal an, was die so haben. Die erste Zeile ist wie immer gleich, 40%. Global Critical Strike Chance erhöht. So, und hier gleich in der ersten Zeile, danach, da wird mir direkt warm ums Herz. Das schlägt da schon mal höher. 99% erhöhten physischen Schaden. Dadurch ist dieses Messer schon mal nicht nur zum Butterbrote schmieren geeignet, sondern auch zum Monsterkloppen. Da geht schon mal einiges nach oben an Schaden. Dann in der nächsten Zeile sogar bis 54 zusätzlichen Lightning Damage. Auch nicht so übel. Kältewiderstand, ja, kann ich mitnehmen. 37 ist nicht schlecht. 30% erhöhte Stun-Dauer. Wenn ich jetzt einen Gegner niederschmettere, der am Boden liegt, liegt er 30% länger am Boden. Das sagt ihm freundlicherweise sein Messer dann. Ist je nach Skillung unnötig. Wenn ich jetzt überhaupt keine Stun-Angriffe habe, brauche ich das mal nicht. So, hier haben wir dann noch zusätzlich Increased Spell Damage, 28%, das heißt, eine Witch teilt dann mit all ihren Spells, Spark oder was auch immer sie verwendet, 28% mehr Schaden aus, dann hat die Waffe an sich noch Physical und Lightning Damage, wird dann wahrscheinlich nicht so interessant sein, aber wir haben noch 78% erhöhte kritische Trefferchance, das ist nicht übel, das heißt, dieses Schwert, dieses Butterbrotmesser würde ich auf jeden Fall nehmen für eine Magierin, die komplett auf kritisch und Spell Damage getrimmt ist. Und das hier könnte man auf jeden Fall für einen physischen Angreifer machen, der komplett auf Physical Damage geht. Nicht schlecht. Also beide haben ihre Vor- und Nachteile. Dann kommt es nur eben auf die Sockel an. Diesen Sockel würde ich wahrscheinlich kaum ausrüsten. Jetzt kann man natürlich sein Glück versuchen und nimmt sich hier irgendetwas mit, wie zum Beispiel einen Jewel Orb, der die Anzahl an Sockel neu würfelt.
Mit etwas Glück bekomme ich jetzt gleich 3. So, die sind jetzt nicht verbunden. Dann bräuchte ich noch hier einen Orb of Fusing, um diese miteinander zu verbinden. Aber die sind mir zu wertvoll, also dass ich die hier jetzt einfach so verschwende. Also wieder rein damit. Und nun sieht die Sache doch schon ganz anders aus. Wir haben hier zum Beispiel auch noch Stäbe, die wieder 1:1 gleich sind. Allerdings der eine wieder mit Stärke, Lightning Damage und Physical Damage Leeched Back as Mana, also ein Mana-Leecher. Und der hier mit Spell Damage erhöht und wieder kritische Chance. Also wieder der eine eher für etwas Zauberndes und der andere für den Nahkampf. Und natürlich die Sockel wieder komplett unterschiedlich, also hätte der schon mal einfach gewonnen, weil der sehr nette Sockel aufweist. Hat man zum Beispiel Unique Items, sind die eigentlich immer so ziemlich gleich, bis auf ein paar gewürfelte Sachen, die können da höher oder weniger sein. Und auch die Sockel. Der hier hat praktisch perfekte Sockel und hier leider nur 2, die nicht verbunden sind. Allerdings hat der dafür 98% physischen Schaden gewürfelt und hier nur 83%, was etwas schade ist für das 1:1 gleiche Item. Hier muss man dann auch abwägen, ob man das eher haben möchte oder hier ein paar Edelsteine hineinsetzt. So, und man kann zum Beispiel direkt gleich einen Vergleich ziehen von 2 Köchern hier nun. Das ist mein Köcher, meine Wahl. Der hat Dexterity, dann physischen Schaden, 7% erhöhten Elementarschaden und am Ende fügt er noch Feuerschaden hinzu, dass die Gegner auch noch in Flammen aufgehen können. Schaue ich mir hier einen Skill von mir an, mein Hauptskill aktuell noch immer Rain of Arrows. 668 DPS oder 668 auch ausgesprochen. Jetzt rüste ich das mal weg. Wow, 559? Mehr als 100 DPS gibt mir hier so ein Köcher nicht schlecht. Also auf 668 war es. Was ist, wenn ich jetzt hier irgend so einen anderen ausrüste? Oh, nur 600. Wow. Also der muss schon ordentlich was haben. Warum? Einerseits wegen erhöhtem Elementarschaden, dann wegen zusätzlichem physischen Schaden und wegen Feuerschaden. Das heißt, der ist extrem auf Schaden. Es gäbe auch noch Köcher, die mein Leben erhöhen. Wäre auch nicht so übel. Aber den lasse ich auf jeden Fall erstmal, weil mit fast 3000 Leben überlebe ich erstmal gut. Wenn ich jetzt natürlich bemerke, ich sterbe ziemlich oft, dann bringt mir der größte Schaden der Welt auch nichts. Dann muss ich hier irgendetwas ändern. Um das jetzt nochmal zu demonstrieren mit den ganzen passiven Fertigkeiten, die da einwirken. Ich habe hier einen Gürtel, der hat erstmal 28 Standard Maximum Life und unten nochmal 87 gewürfelt. Addiert man das nun zusammen, kommt man auf 115 Leben. Das heißt, wenn ich den jetzt wegrüste, ja, müsste ich so ein bisschen weniger haben. Aber tatsächlich habe ich 2500 irgendwas nur, anstatt 2900. Und das ist eben genau aufgrund der Multiplikatoren, die ich aus dem passiven Skillbaum mitnehme. Hier ist es wieder sehr einfach, ein Gürtel kann keine Sockel hier haben. Deshalb habe ich da eine einfachere Auswahl. So. Wie sieht es nun bei den Items mit Sockeln aus? Da musste ich ab und zu eher so ein Mittelding treffen. Die haben jetzt zum Beispiel überhaupt kein Leben. Und sonst, das einzig Gute noch sind die 95% erhöhte Rüstung. Ja, aber eben wegen den Sockeln habe ich die ausgerüstet, weil ich sonst kaum gute Sockel hätte. Die Waffe eher so mau mau. Der Helm, ja, auch nicht so toll. Die Schuhe trage ich deshalb, weil sie 20% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit ganz unten haben. Das sind so Sachen, die müssen für mich auf Schuhen oben sein. Das heißt, ich kann noch so gute Schuhe finden. Wenn ich das nicht habe, das möchte ich einfach als Ranger haben, weil ich doch sehr viel herumlaufe. Aber vielleicht sagt jetzt ein Templer, das brauche ich überhaupt nicht. Dann kann sich der natürlich auf die anderen Werte konzentrieren. Noch dazu haben die Feuer, Kälte und Lightning Resistance. Und das ist schon sehr nett für mich. Die Sockel sind jetzt auch eher so mittelmäßig. Aber hier geht es mir hauptsächlich mal um die Bewegungsgeschwindigkeit. Und so gibt es auf allen Items verschiedenste Sachen. Ich könnte auch auf meinem Bogen, der ist grenzgenial wegen 139% erhöhtem physischen Schaden. Da gäbe es noch Angriffsgeschwindigkeit zusätzlich. Das würde diesen Bogen noch perfekter machen. Noch perfekter würde diesen Bogen mehr Sockel machen. Aber man muss immer abwägen. Wie wichtig ist es mir jetzt im Vergleich zu dem anderen? Und ich habe mich einfach für diesen Bogen jetzt erstmal entschieden, auch wenn die Sockel nicht da gerne was ganz anderes hätte.
Ich könnte jetzt auch herumspielen mit den Währungen, aber das ist mir zu heikel, weil sonst bekomme ich vielleicht nicht mal wieder das hin. Da warte ich noch auf höhere Gebiete. Dann hätte ich hier zum Beispiel auch noch einen sehr feinen Brustpanzer, sogar Quality plus 20%, mit Leben sogar noch oben. Aber der einzige Punkt, warum ich den nicht nehme, ist, weil ich zwei grüne mit einem blauen verlinkten Sockel brauche. Und die hätte ich sonst leider nirgendwo. Und dann könnte ich meine Kombination Rain of Arrows, schnellere Angriffe und Concentrated Effect nicht wirken. Wenn ich jetzt hier umrüste, zum Beispiel aufgrund dieser 86 Maximum Life, sollte ich gleich auf über 3000 kommen. 3200! Wow! Wegen einem Item umgerüstet gleich 300 Leben mehr. Das ist nicht übel. Das ist wirklich nicht übel. Aber eben hier muss ich abwägen, ich brauche diese Sockel. Deshalb muss ich noch warten. Eventuell finde ich diese Kombination auch auf Schuhen, die mir passen in meiner Größe. Das ist ja nicht so einfach, wie Shopping Queen bewiesen hat. Und dann kann ich hier umrüsten. Ansonsten verweilt der leider noch auf meiner Bank und wartet auf bessere Zeiten. So, jetzt zum Ende crafte ich mir hier noch ein kleines Item für einen Twink zusammen. Das hier sind 43er Handschuhe mit 4 Sockeln und 3 Verbindungen. Besser kann es nicht laufen und das auf einem 43er Item ist nicht so schlecht. Aber was, Schilling, die sind doch weiß. Was bist du denn verrückt? Sowas ziehst du an? Nein, sowas ziehe ich noch nicht an. Ich werte die jetzt erstmal noch auf. Mit Armor Scrap verbessert man die Qualität von Items. Jetzt kommt der Clou. Wenn sie weiß sind, erhöht einmal hier draufklicken 5%. Wenn ich das jetzt hier zum Beispiel bei meinem Brustpanzer mache, der rare ist, also gelb, nur 1%. Hier brauche ich also 20 und hier brauche ich nur 4, dass das am Maximum ist. Das lohnt sich schon. So, und jetzt kommt das Lotteriegeschäft. Orb of Alchemy erhöht ein normales Item zu einem Rare. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Fire Damage, Accuracy, Evasion. Okay. Ich weiß jetzt nicht, für welchen Twink das sein soll. Hatte ein bisschen Schaden, Zielgenauigkeit eher wenig, Evasion dafür auch dazu. Und Mana Leech. Also es könnte definitiv besser sein, aber bei dem Item waren mir einfach erstmal die Sockel wichtig. Und solche Items braucht man einfach. Also da war ich jetzt nicht so glücklich, aber irgendein Twink von mir wird das schon tragen können. Hoffe ich mal, bitte. Na gut, das lagere ich hier und kann dann mit meinen Twinks darauf zugreifen. Die kommen wieder zurück. Und das waren so die Basics der Items. Ganz schlaue Köpfe können dann noch auswendig lernen oder in irgendwelchen Wikis nachschauen, welche Stats denn wo genau drauf sein können. Denn Bewegungsgeschwindigkeit gibt es beispielsweise, logischerweise, nur auf Schuhen. Das heißt, ich kann mir da nicht auf Handschuhen Bewegungsgeschwindigkeit erhoffen, es sei denn, man macht irgendwie einen Handstand-Charakter. Aber einen solchen Skill im Skillbaum habe ich noch nicht gefunden. Und ansonsten muss man eben einfach nur abwägen. Wenn ich jetzt bemerke, in diesem Gebiet, wo die Gegner Feuerschaden auszahlen, sterbe ich viel zu oft. Ja, dann schaue ich mal rein. Hier, Feuerwiderstand, wie hoch ist das? Muss ich vielleicht was tun? Da muss man immer abwägen und die Sockel gegen die Stats stellen. Was mache ich, wie mache ich's? Und dann überlebt man hoffentlich auch in der Welt von Reckless.